Marie und ich uns überlegt haben, wer am besten als Auftakttrainerin für unsere Speaker-Series eingeladen werden sollte, haben wir sofort beide Heike Wiese gesagt. Heike ist eine der Forscherinnen, die sich den wichtigen Kernsatz von Ferdinand de Saussure verpflichtet haben, den ich gerne hier zitieren möchte. Of what use is linguistics? The lives of individuals and societies, speech is more important than anything else. Everyone is concerned with it one way or another. But there's no other field in which so many absurd notions, prejudices, mirages and fictions have sprung up. It is the task of the linguist to dispel them as best as he can. We worked with kindergartens where already the kindergarten teachers basically taught multilingual kids, you are not one of us, without wanting to do that. So they were talking about the German children and the Turkish children. My children are English, German, bilingual. Guess what they were? German. English is a good language. Neighbor son is Turkish, German, bilingual. He's Turkish. It's important to have an academic language education, to teach children a monolingual standard German, not because it's a good or interesting language, but it's the dialect of power and is being used to discriminate against others. Ich wurde mal eingeladen, in einer Kneipe, im Wedding in Berlin, einen Vortrag über Kiezdeutsch zu halten. Und meine Bezahlung war Freibier und eine Roulette. Das ist natürlich ganz klar hier eine andere Spielklasse mit Cocktails. Etwas, was uns tatsächlich ein Anliegen ist, weil wir da ein bisschen diese Faszination überbringen wollen, ist, dass die Wissenschaft eben nicht trocken bleibt. Metaphern sind nicht umsonst, ja, und wenn man manchmal hört, ein Wort wie Sprachcocktail hört, ja, dann wirkt das auch deswegen, weil dieses Bild irgendetwas evoziert. Und dann lassen wir doch mal dieses Bild nicht einfach nur mal ganz kurz aufblitzen, ohne dass man drüber nachdenkt, sondern wir gehen mal diesen Weg bis zum Ende und trinken einen wunderbaren Cocktail zusammen. Wenn wir einen Cocktail kreieren, bedienen wir uns in der Tat aus der Aromenwelt von verschiedenen Kulturkreisen. Und dementsprechend haben wir heute einen Drei-Komponenten-Drink gemacht, der auf Basis von einem deutschen Wodka ist, der mit Rosmarin infusioniert wird. Und dazu kommt dann ein African Sherbet, wie wir ihn nennen. Und das Ganze wird getoppt mit einem schwarzen Tee oder beziehungsweise einem schwarzen Apfeltee, der nochmal karbonisiert wird. Also alles in allem ein witziger, spritziger Drink. Und da möchte ich noch kurz betonen, es soll wirklich eine Serie werden. Also watch this space. Es werden noch viele solche Veranstaltungen stattfinden, sowohl in Köln als auch in Essen.